Ja, Marvin, Gratulation. Endlich mal ein klarer Sieg. Ich war sehr froh, dass ihr schon ein bisschen ruhiger auch in die Halbzeitpause gehen habt können. Ja, ich glaube, mit letzter Woche im Derby, da haben wir gesehen, was wir eigentlich für Leidenschaft und Energie am Platz bringen können. Wir haben gesagt, wir müssen es unbedingt in die Woche auch wieder mitnehmen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht heute. Was war denn heute anders als sonst? Ich glaube, wir haben uns mehr Fußball spielen traut. Und ja, natürlich die zwei Tore, die schnell haben natürlich gut getan. Aber ich glaube, sonst haben wir auch viel Ruhe im Spiel gehabt dann. Und ja, ich glaube einfach mit dem letzte Woche hat es einfach gezeigt, zu was wir imstande sein, wenn wir wirklich alles reinhauen. Und das haben wir heute wieder am Platz gebracht, ja. Ich habe mir deine persönlichen Daten angeschaut. Du hast die meisten Dribblings des Spiels abgeschlossen und du hast die meisten Zweikämpfe gewonnen, nämlich 12. Kein Spieler hat mehr Zweikämpfe gewonnen als du. Was sagst du zu deiner persönlichen Leistung? Ja, in erster Linie ist halt wichtig, dass wir gewinnen. Natürlich bin ich auch froh, wenn Statistik auch gut ist, aber Statistik heißt nicht mehr, dass man gut gespielt hat. Ich glaube, im Endeffekt können wir halt alle stolz auf uns sein, wie wir es gemacht haben, die ganze Mannschaft. Und ja, genießen wir das 4:0. Jetzt müssen wir noch ein Wort verlieren über den Andi Gruber, 3 Tore heute. Was sagst du zu ihm? Das werden wir jetzt eben länger in der Kabine hören, das ist das Problem. Ich hoffe nur nicht, dass er die schwarze Karten bei FIFA kriegt, weil dann ist vorbei. Also. Aber ja, Gratulation an ihm, hat er sich verdient und ja, freut mich natürlich für ihn. Kostet es jetzt was? Ja, schauen wir mal, ob er bereit ist, was zu zahlen.